Hallihallöchen, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Hier ist eure Manuela. Und zwar kam bei mir die InStyle-Box an. Die InStyle-Box ist eine Beauty-Box mit Lifestyle-Food und kostet zwischen 25 Euro und 30 Euro, 25 Euro, wenn man sie das ganze Jahresabo nimmt und 30 Euro, wenn man ein flexibles Abo nimmt, 27 Euro, wenn man ein Halbjahresabo nimmt. Sie kommt nur viermal im Jahr eben. Ich freue mich immer besonders schön, wenn die Box kommt. Die ist dann zu und ist diesmal auch pralle gefüllt, also jetzt packen wir sie mal aus. Dann eben die Winter Edition. In dem Heft steht dann immer was zu den Produkten eben drinnen, aber kein Preis. Deswegen kann ich das heute im Video jetzt auch nicht nennen. Aber mal schauen, vielleicht finde ich ja nachher mal den Wert und dann blende ich sie ein. Das weiß ich aber jetzt noch gar nicht. Als erstes habe ich von Schwarzkur eine Glisskur, eine Hair Repair Kur eben, 2 in 1, flüssiges und Keratin und Blütennektar, trockenes, strapaziertes Haar. Das werde ich wahrscheinlich meiner großen Tochter geben, das sind 300 Milliliter, also nicht gerade wenig. Was haben wir denn jetzt? Ein Elixier, stärkendes Anti-Pollution Serum mit sauerstoffspendenden Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Bretagne. Gut. Mal schauen, was dazu noch im Heft steht. Sieht eben so aus. Müsste ich nur noch finden. Ah ja, von Yves Rocher, genau, das habe ich jetzt gar nicht. Ah, da steht es ja. Ein Serum, das mit seiner Detox-Wirkung überzeugt. Durch den Mix aus Kapuzinerkresse und Mikroalge kann die Haut sofort besser atmen und ist geschützt vor den negativen Einflüssen der Luftverschmutzung. Bereits nach einem Monat treten Falten und Fältchen weniger deutlich hervor. Die Haut ist gestärkt und strahlt. Okay. Dann habe ich eine Peel-Off-Glitzermaske, tiefenreinigend für eine normale Haut. Oh, das ist sehr schön, das passt cool zum Winter. Ein Glühweingewürz. Das Produkt habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfters in verschiedenen Boxen gesehen oder auch gehabt. Und zwar sind das so Blasenpflaster. Ja, habe ich jetzt genug da und habe ich jetzt weniger Blasen. Meine Tochter hat letztens eine an der Hand gehabt. Die war sehr blöd, irgendwie am Finger genau da zwischendrin. Da hat sie es benutzt und hat ihr ganz gut getan. Aber so am Bein hatten wir bis jetzt, oder Fuß hatten wir bis jetzt noch keine. So, von Vasenol habe ich eine Bodylotion für sehr trockene Haut. Ich glaube, die habe ich, die gleiche habe ich schon mal hier. Ja, aber es hält sich ja ein wenig. New, My New Hair Balance Everyday Shampoo Haar und Kopfhaut für normales bis schnell fettendes Haar mit Bambuskohle, Pflanzenextrakt und Präbiotika. Gut. So ein ähnliches, also von der gleichen Marke habe ich schon da, aber nicht das gleiche. Bin ich gespannt auszuprobieren. Sieht ganz schwarz aus, also die Flüssigkeit ist wirklich schwarz, wenn man das so bewegt. Bin ich gespannt. Was haben wir denn da noch? Oh, ein Stirnband für die Jahreszeit natürlich gar nicht so schlecht.
wenn man mit dem Hund laufen geht, kann man statt Mütze halt auch mal ein Stimmband nehmen. Oh. Und dann habe ich noch einen Coffee-to-go-Becher. Das sieht so aus. Packen wir ihn mal aus. Oh, sogar aus Porzellan. Eben. Ob das dann to-go so gut ist, aus Porzellan. Also das hat so einen richtigen Gummiverschluss eben, also ging auch jetzt relativ schwer auf. Und so sieht der Becher aus. Kann man sicherlich darum zum Festhalten bestimmt darum machen, vermute ich mal. Das habe ich, dass sich nicht die Hände verbrennt. Und ja. Ja gut, finde ich jetzt nicht schlecht. Also das Design gefällt mir auch relativ gut. Aber ich denke nicht, dass man den, ich meine, fürs Auto okay, zum Reinstellen, ja, aber Porzellan ist halt doch immer so eine Sache, wenn der runterfällt, ist er halt kaputt, ne, und dann hat man die Sauerei, ne. Ansonsten finde ich, ist echt eine gute Sache. Ja, was sage ich zur Box? Es sind wieder viele verschiedene Sachen drinnen. Gut, drei Sachen sind drinnen, die habe ich schon, also wie gesagt, die Blasenpflaster und die Ding. Ja, das Shampoo habe ich etwas anders da. Ansonsten, die Glisskur hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber finde ich auch eine gute Sache, finde ich. Und Glühweingewürz, super zu der Jahreszeit. Und Masken gehen eigentlich ja auch immer. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Box und freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Box. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.